Guten Morgen. Ja, es ist soweit. Es soll wieder losgehen. Die Taschen sind so gut wie gepackt. Nach einer, ja, doch sehr guten Nacht. Also, man gut, ich habe einen Shelter gehabt. Es hat nämlich doch ein bisschen mehr geregnet nachher. Ja, gegen 4 Uhr fing es an. Bis gerade eben hat es geregnet. Gar nicht so wenig. Und jetzt, ja, jetzt tropft die ganze Zeit jetzt noch von den Bäumen runter. Also bleibt es nass, wenn ich gleich wieder zurückfahre. Also es war ein schöner Abend gestern Abend noch. Holz ist alles weggegangen. Circa 21.30 Uhr bin ich dann reingegangen. Dann war es vorbei mit dem Feuer. Ja, dann, da fing es auch schon so ein bisschen an zu nieseln, immer mal wieder. Aber ich konnte es noch gut genießen. Ja, es war echt toll hier. Besonders toll war es, weil es noch geschlossen war, weil der Wind, wenn er kam, kam er doch von dort so Schleichschläge rein. Wäre es gewesen, wenn es offen gewesen wäre. Also war richtig toll, hier so eine Hütte zu haben. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal nach Dänemark zu kommen und das auszuprobieren. Aber wie gesagt, Zelt mache ich so ein bisschen lieber. Ja, aber das war jetzt genau richtig bei diesem Wetter. Ja. Regenklamotten müssen leider an. Es ist jetzt immer noch nieselig und wie gesagt, es tropft noch von den Bäumen. Ja, mal schauen, wie das Wetter wird. Also der Vormittag so bis 12 soll es immer mal wieder regnen. Ist halt so, das war ja auch so vorhergesagt, aber da gehe ich mich schon durch und gucke mir den schönen Weg weiter an. Ja, ob es schöne Bilder geben wird, so wie gestern, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, ob das jetzt noch so schöne Bilder geben wird wie gestern, das kann ich eigentlich nicht toppen, das war das Beste. Jetzt geht's nach Roskilde, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das hin sind, ist ein ganzes Stück, da kommt noch einiges dazwischen, auch noch ein paar Strände an Roskilde Fjord. Also, noch viel zu sehen gibt es auf den letzten 70 Kilometern bei dieser schönen Herbstrunde. Da komme ich wieder zurück nach Greve an den Strand, an die Ostsee. Und dann war es das wieder. Es läuft immer so schnell, ist immer so schnell vorbei. Aber ich habe jetzt noch ein paar Stunden auf dem Rad, leider bei nicht so gutem Wetter. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich weiß nicht warum, aber ich habe super gute Laune, muss ich echt sagen. Es regnet, der Weg ist hobbelig und schmal, eigentlich nicht optimal. Und was soll ich sagen? Ich habe gute Laune. Ich pfeife hier vor mich hin. So, ich bin hier irgendwo mittendrin, wo mich Komoot jetzt hier durchgeschickt hat, um wieder auf den Weg zu kommen. Ja, den Fjord, ja, Fjordjuten. Aber das ist einfach krass. So toll irgendwie, auch der gestrige Tag, der spielt wahrscheinlich noch ein bisschen eine Rolle dabei. Aber mir ist das total egal, ich habe keine Regenhose an. Nein. Muss ich auch nicht haben, ja, Oberkörper muss trocken bleiben, aber die Beine können ruhig nass werden. Und die Schuhe eh sowieso, die Latschen, aber es ist einfach klasse. Es macht so viel Spaß unterwegs zu sein, obwohl so ein mieses Wetter ist, aber absolut egal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin froh, immer unterwegs zu sein, um was Neues zu entdecken. Es gibt immer so viel zu sehen. Ja, mal sehen, was es heute noch gibt. Also hier habe ich gerade nicht so die Aussicht, aber vielleicht kommt die noch.
Es könnte doch so schön sein, es ist hier so trübe und nieselig, mal mehr, mal weniger Regen. Also genau nicht das, was man will. Ja, gerade noch Hauptstraße gefahren, aber jetzt geht der Weg ein bisschen hier durch ein Dorf oder ja, wieder Zweitwohnungssitze hier. Ja, das Wasser, ja, es scheint niedrig Wasser zu sein, normal ist es wohl höher. Ja, aber gleich geht es weiter Richtung Friedrichssund, glaube ich, hieß das. Ja, da geht eine Brücke über diese, ja, diesen Abzweig vom Roskildefjord. Ja, und wow, könnte so schön sein, ist es aber nicht. Naja, dann fahre ich mal weiter. Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Ich bin hier in Friedrichssund. Ja, ich habe den Weg so ein bisschen verlassen. Ich habe gesehen, hier gibt es so einen Weg direkt am Fjord an der Abbruchkante. Ja, hier geht es richtig runter. Hier hinter mir. Ja, und da hinten ist die Brücke über den Roskildefjord. Deswegen heißt es Sund hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch in die City irgendwie so reinkomme. Das ist schon ein bisschen größer hier. Aber der Weg, ja, erst geht so. Ja, mal an der Hauptstraße, aber jetzt wo der abgezweigt ist wieder, ja, dann geht das alles wieder. An der Hauptstraße war es nicht so schön, vor allem die LKWs, die im Regen vorbei zischen. Hier war das jetzt ein klasse Weg, hobbelig zwar, aber natürlich mit Top-Aussicht. Der Regen hat nachgelassen. Ja, ich kann ja nicht ganz die Sonne sehen, die kommt vielleicht erst viel später. Ja, aber eine Regenpause ist und die nutze ich jetzt mal fürs zweite Frühstück. Ich esse jetzt die Bolle auf, die ich gestern nicht gegessen habe, die zwei. Und dann kommt da hier noch was drauf und dann wird die gegessen. Ja, es ist noch keine 10 Uhr. Ja, ich habe noch 45 Kilometer bis ins Ziel Roskilde. Ja, sind so 20 Kilometer oder sowas. Aber schaffe ich auch. Ein bisschen Gegenwind habe ich, aber solange der Regen warm ist, wenn er mal kommt, ist es auch okay. Irgendwie bringt mich heute nichts außer Ruhe. Okay, ja, geht's gleich weiter, dann esse ich erstmal was.
Ja, hier wäre eine schöne Bank. Ja, mit schöner Aussicht auf den Fjord. Ja, wenn nicht der Wind hier so durchpfeifen würde. Wow, es ist ein anstrengender Weg, muss ich sagen. Es geht schon wieder hoch und runter, wellig, wie das hier in Dänemark halt so ist. Ja, aber richtig kalt ist der Wind nicht. Aber die Jacke nehme ich nicht ab, wenn er. Ach, hier kommt bei mir ganz schnell wieder so ein Spritzer Regen. Und dann ist das alles wieder vorbei, muss ich sowieso wieder anziehen. Noch ist der Regen nicht ganz verschwunden, aber es sieht jetzt gut aus, dass ich vielleicht jetzt doch trocken bleibe. Naja, werden wir sehen. Es geht weiter Richtung Roskilde. Hier bin ich in den kleinen beschaulichen Hafen von Jillinge. Kleines Fischerdörfchen, würde ich sagen, aber toll gelegen. Kam wieder so von oben rein, toller Überblick. Aber was soll ich sagen, es fängt wieder an zu regnen. Es zieht doch nicht nördlich an mir vorbei. Ich dachte, jetzt trifft es mich doch ein bisschen. Auf jeden Fall nieselt das. Was mir echt aufgefallen ist, eigentlich schon die ganzen Tage. Ich bin so ein bisschen Exot, ja, mit meinen ganzen Taschen als Radreisender. Gab's nicht. Habe ich keinen einzigen gesehen. Radfahrer, ja, natürlich. Aber so mit dollem Gepäck drauf und so, eine weitere Reise. Ja, ist zwar nicht die Saison, aber es gibt auch welche, die fahren erst im Winter los. Also alles ist möglich. Auch bei dem Wetter. So kalt ist es auch jetzt noch nicht. Bloß, ja, wenn man weiß, wie morgen das Wetter wird. Morgen geht gar nichts. Also sollte man echt zu Hause bleiben oder im Zelt oder in der Ferienwohnung oder auf dem Campingplatz, wenn man jetzt weiterfahren würde. Also das Wetter kann man nehmen, wie es kommt. Ich nehme es heute auch so. Ich wusste, dass es heute etwas regnen sollte. Aber ich finde es trotzdem schön. Vielleicht für euch ein bisschen grau, aber die Landschaft ist hier trotzdem klasse. Jetzt geht es weiter, wie immer noch, nach Roskilde. Dieses Schiff erinnert mich doch irgendwas, ja, an den Goethe-Kanal, an die Wilhelm Tell, damals in Schweden. Sieht so ähnlich aus irgendwie, nur etwas kleiner, ja, aber ich bin hier in Roskilde, direkt am Hafen. Hinter mir ist die Innenstadt, da gehe ich gleich nochmal hin. Echt klasse hier, Wikingerhafen ist ja auch ein Museumshafen, da wird gezeigt, wie die damals hergestellt wurden. Da sind auch noch ein paar Ausstellungsstücke, ja. Das Wetter ist immer noch grau und grau. Es sieht auch so aus, ob es immer noch mal wieder einen Schauer geben kann. Ja, aber ich habe jetzt Hunger. Es ist 12:30. Ja, es gibt mal wieder Dunkelsalat.
und ja, einiges andere. Ich habe jetzt auch nicht Hunger. Solange es nicht regnet, kann ich hier noch was Schönes essen. Ein toller Ausblick hier. Ja, und dann geht es gleich weiter. Ja, die letzten 18 Kilometer sind es nur noch bis Greve. Dann ist das lange Wochenende auch schon wieder vorbei. Naja, dann erstmal Mahlzeit. Ein beeindruckendes Backsteingebäude, würde ich sagen. Die Domkirche von Riebe, wollte ich schon sagen, Roskilde. Nein, ich wollte auch noch was mehr sagen, denn hier startet auch ein Radweg, der durch Schleswig-Holstein aufführt und nach Niedersachsen führt. Bis nach Bremen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Es ist nämlich der Mönchsweg. Ja, der startet hier eigentlich nicht. Nur ein rein deutscher Radweg, sondern der kommt auch von hier. Vielleicht auch mal irgendwann eine Möglichkeit. Ja, jetzt geht's weiter auf die letzten 17 Kilometer. Aber ich muss sagen, hier ging es echt steil hoch. Man ist hier ja, oben auf dem Berg. Der höchste Punkt, da haben sie die Kirche hingesetzt. Naja, weiter geht's um 12:15. Ich bin angekommen in Greve, das war eine schnelle Nummer. Ja, ich habe ein bisschen Gas gegeben. Kam mal sowieso nichts Besonderes mehr. Ja, diese 18 Kilometer waren schnell vorbei. Auch die 3 Tage insgesamt. Ja, nun stehe ich hier wieder in Greve. Richtig klasse. Also toller Strand hier. Naja, es ist wieder so viel Kraut. Aber jetzt wird so viel Kraut durch den starken Wind immer abgerissen und dann kommen wir sonst hier an den Strand. Ja, aber ich glaube, da springe ich noch mal rein als Abschluss. Als wirklich als Abschluss. Ist doch echt klasse hier. Ja,
Was kann man als Abschluss noch sagen? Ja, die ersten beiden Tage waren sehr, sehr klasse, weil tolle, viele Highlights. Das Wetter hat mitgespielt, besonders gestern, das war sowas von genial. Ja, und nun, der heutige Tag war halt von Regen geprägt. Ja, aber es ist nicht kalt, Leute, es ist absolut warm. 19 Grad haben wir, wow. Ja, aber was soll man machen? 19 Grad, ja, aber der Oktober tut bald sein Übriges und wird die Temperaturen runterdrücken und das Wetter wird ungemütlicher, besonders ab morgen. Morgen soll Sturm kommen, sonst wäre ich bestimmt noch eine längere Tour gefahren, den vierten Tag auch noch, aber das lasse ich lieber. Also ihr habt es gesehen, es war eine wunderbare Tour, 74 Kilometer waren es heute, gestern über 90, davor auch wieder über 70, zwei tolle Nächte. Leute, das war so einfach, ja, einfach mal hingefahren und losgefahren. Also Übernachtung hat ja nichts gekostet, ein bisschen Essen habe ich hier gekauft, das war's. Ja, schnelle Nummer sozusagen, richtig schnell und ja, habe ich ganz schnell geplant. Ich wusste ja nicht, wo ich hin wollte erst und dann fahre ich einfach hier hin. Deutschland hatte ich einfach keine Lust. Also ich liebe Dänemark, ob das jetzt die letzte Tour dieses Jahr wird, war, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ob ich denn noch die Kamera mitnehme, ja, ich glaube auch nicht. Vielleicht doch, wenn ihr nochmal schönes Wetter habt. Goldener Oktober ist ja auch schön. Oder November oder wieder erst im Januar. Ja, aber eins kann ich sagen. Nächstes Jahr in 7 Monaten wird alles anders sein. Ja. Aber das sehen wir dann. Ist noch lange hin. Ja, und dann müssen wir erstmal durch den Winter kommen. Also ich sag danke fürs Anschauen, auch heute bei dem Uselwetter. Denn bis zum nächsten Mal, euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss, moin moin, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Der Flachlandradler ist wie immer unterwegs. Tschüss.